Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur: Reckoning. Wir sind auf dem Weg, sollen uns treffen mit hier unserem neuen Kumpel. Dem werden wir jetzt mal helfen, indem wir hier weiterlaufen. Obwohl, Momentchen, nicht, dass ich das andere ausgewählt habe. Zeit der Rache ist dieselbe Richtung, von daher passt aber. Wir sind immer noch bei auf dem Feld der Toten. Hallo! Ja. Dass er immer abhaut, der Große. Kann ich mich um den immer später kümmern? Du willst mich also anschießen, ja? Muss mal wieder reden hier, aber man wird ja auch mal direkt wieder ins Geschehen geschmissen, ne? Von daher. Okay. Gut. Ich laufe weiter. Und hol mir den Typen da hinten mal. Hallo. Wenn wir so ganz langsam an ihn ranschleichen. Oh, der setzt sich bestimmt gleich wieder in Bewegung. Okay, Moment. Andere Waffen bitte. Schnell die hier. Das hat's ja gebracht. Ja, schön. Ich brauche jetzt wieder die anderen. Die gelehrten Chakrams, unsere neuen. Geh mal aus der Ecke da raus. Der blöde Stein war im Weg. Geh doch mal da weg, Will. Was stockt sie denn immer so? Aua. Ja, ich weiß nicht, warum es so langsam irgendwie manchmal läuft. Wahrscheinlich immer noch wegen dem Fluch, nehme ich mal an. Aber ich kann hier in der Gegend ja auch irgendwie nie irgendwie mal wohin, wo einem geholfen werden könnte. Dafür muss ich ja irgendwie immer schnell reisen. Lässt du mal die Leute da hinten in Ruhe? Oh.
Das ist doch unser Freund hier. Den kennen wir doch auch. Die meisten kennen wir sowieso. Hey, Kühlern. Gutflows Verdorbenheit hat meine Heimat zu dieser trostlosen Ödnis verkommen lassen. Und es wird immer schlimmer. Wie weit ist es zum Haus der Rache? Ihr habt noch reichlich dieser verfluchten Ödnis vor euch. Ihr könnt euch glücklich schätzen, dass ihr euch nicht mehr daran erinnert, wie wunderschön dieses Land war, bevor Gutflow aufgetaucht ist. Aber seid vorsichtig. Diese Prismärkristalle sind lebendig. Und ich spüre in ihnen etwas Schreckliches. Und Hungriges. Okay. Wie konntet ihr so schnell hier sein? Ich habe zahllose Jahrhunderte in diesen Ländern verbracht. Glaubt mir, ich kenne die ein oder andere Abkürzung. Okay. Vielleicht noch mal was zu Alabastra sagen? Das fahle Land, das einst die friedliche Heimat des Hofes des Winters war. Doch nun hat Gutflow ihr Herz befallen wie eine Fäulnis, die sich durch Fleisch frisst. Meine Heimat darf diese Demütigung nicht länger erdulden müssen. Gemeinsam müssen wir die Tuata vertreiben, selbst wenn es das Ende meines Volkes bedeutet. Nehmt euch vor dem Dämmerpass in Acht. Was auch immer hier geschieht, werde ich angegriffen? Wird schlimmer. Haha, den habe ich erledigt. Aber die da unten nicht. Oh, da kommen sie schon. Jawohl. Dann helfen wir mal. Hey, hey. Und wer bist du jetzt? Seid auf der Hut. Wir befinden uns im Zentrum des Tuata-Wahnsinns. Ach, er hier. Vom letzten Mal. Ich werde hier sein. Ja, ja. Ich weiß. Wir müssen ja aber anscheinend noch weiter, ne? Kommst du mit? Ja. Okay. Das wird jetzt auch... Er läuft schon vor. Okay. Shit.
So, das hätten wir geschafft. Und, seid gegrüßt. Und er lebt noch. Das ist der letzte. Wir haben einen hohen Preis bezahlt. Aber der Schattenpass gehört uns. Ich werde hier unser Lager aufschlagen, bis Verstärkung eintrifft. Es war mir eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen. Vielleicht hilft euch das. Cool. Ich war Kundschafter unter Teleras Kommando, als Balor zum ersten Mal auf uns gehetzt wurde. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, was diese Bestie mit unseren Leuten gemacht hat. Für das, was ihr getan habt, meine Liebe, müsst ihr für euer Starkbier nie mehr selbst bezahlen. Cool. Sichere Reisen. Ja, ich freue mich immer bei solchen Sachen, bei solchen Quests, wo ich helfen kann und das Gefühl habe, ich habe echt was Gutes getan irgendwie und ja, das Land ein bisschen mehr tatsächlich befreit und nicht nur so kurz oder so. Ja, ich bin natürlich immer noch angeschlagen und ich glaube, deswegen ist sie so furchtbar lahm irgendwie. Ich habe schon wieder das Gefühl, wenn sie läuft, das ist alles so schwerfällig. Und er wird jetzt hier warten. Das heißt, wir können wieder mit dem Hauptquest weitermachen. Der ist auch schon automatisch angewählt, das ist super. Dann würde ich sagen, machen wir uns weiter hier auf die Socken. Nehmen nochmal ein Schlückchen zwischendurch und ja, ich lasse mich überraschen. Mittlerweile nehme ich ja echt die Verstecke mit für den Reparaturkit. Das wäre aber echt mal was Gutes. Gucken wir mal einfach an unsere Sachen eben. Kann ja nicht schaden. Das Langschwert brauchen wir nicht. Was haben wir hier? 105 und 97. Das ist gut. Ich weiß aber nicht, was jetzt besser eigentlich sein soll. Eigentlich der Körperschaden wertet immer so die Stufe auch irgendwie auf, ist mir aufgefallen. Aber, Na gut, dann... Also aber beides 45, keine Ahnung. Trotzdem ist das hier Stufe 15. Sind die besser oder was? Na, dann packe ich mal die 105er wieder weg. Lassen wir es mal so. Das lassen wir auch mal so. Bei Sekundäre war da noch was Neues? Ich glaube nicht. Was haben wir bei Rüstung neu? Ne, das brauchen wir auch nicht. Das nimmt nur Platz weg. Und beim Schild wollte ich noch gucken, genau. 60 und 60 Mana, das ist natürlich gut. Das lasse ich mal noch weiterhin so. Konsumgut, vielleicht können wir da... ja, nehmen wir mal so eine Blutungsresistenz. Ach so, dann müssen wir natürlich im Plunder das auch alles zerstören. So. Reparaturkit ist immer gut. Ich laufe mal weiter. Ach, Leute. Hey, wo kommt ihr denn her? Ups, das wollte ich gar nicht. Jetzt habe ich meine schöne Power aufgebraucht. Das war blöd. Das sieht echt brutal aus. Okay. Nimm mal was. Ihr blöden kleinen Mistviecher. Was denkt ihr euch eigentlich immer? Das machen wir einfach mal, oder was? Ach, und den Zinkstein habe ich vorhin übersehen, ne? Scheiße, da war nämlich noch einer. Nein, ist es jetzt weit zurück? Komme ich da nochmal eben hin? Da war einer und den wollte ich benutzen, wenn ich mit den Kämpfen hier fertig bin. Warte mal. Wenn der hier irgendwo rumsteht, dann kann ich den ja noch mitnehmen. Wo ist der denn gewesen? War der hier? Bist du hier gewesen?
Steini. Da, da vorne steht er. Ah, okay. Den nehmen wir noch mit und dann laufe ich wieder zurück. Die Schädel in Hochfulgen aufgereiht. Ihr kalter Glanz scheint hell und weit. Für uns, die wir an Knochen nagen, lebendig wir schluchzen und klagen. Ein Fest, sie zu essen, davon zu kosten. Wir, der Winter des Ostens. Wir, die Leichen in faulem Glanz. Wir vom Verfall und Dämmerungstanz. Nie ist unser Hunger gestillt, bis vergossenes Blut unsere Teller neu füllt. Wenn ihr denn unser Land besucht, seht ihr des ewigen Winters Fluch. Cool. Ein voll der coole Rhyme. Es sieht mega schön hier aus. Demnächst wird es vielleicht auch etwas weniger ruckeln, weil ich mir noch eine zweite Festplatte einbauen lasse in den PC und dann ruckelt das nicht so, weil es extrem viel Speicher braucht. Liegt natürlich auch mit am Aufnahmeprogramm. Ey, guckt euch die Bäume an. Das ist voll geil. Sieht schon echt hammerhart aus. Ich meine, ich will... Ups, wem bin ich denn hier reingelaufen? Ups. So, bin ich mal eben einfach reingerannt, weil ich die gar nicht beachtet habe irgendwie, dass da Feinde stehen könnten. Aber ist ja egal, ist ja noch gut gegangen. Ach ja, wo man geht und steht, überall. Ach, guck mal hier, noch einer. Yay! Im Herzen schwelt der Zorn und ihr als Grund steht weit, weit vorn. Held des Sommers im Westen, im Kampf gegen Tuatha einer der Besten. Warum bemüht ihr vergeblich euch so? Fügt anderen sinnlose Schmerzen zu? Seht ihr nicht, Schreiber? Seht ihr es nicht? Auf eure Schmerzen mal in totem Gesicht. Seid ihr nicht so wie das Gesicht? Labert euch an Fleisch. Oh ja! Oh.
Jawohl. So ein Morganvieh wieder. Irgendwelche meisterhaften tollen Nieten. Und hier haben wir irgendwelche tollen Verstecke auch. Mhm. Und ich höre hier wieder was. Yndarons Gerechtigkeit. Aha, aha. Und Verstecke, Verstecke, Verstecke. Ich will sie finden. Wo sind sie denn? Hier oben irgendwo? Hier so in der Ecke? Da. Oh, mit einer tollen Weißflocke. Yeah. Hey. Wer ist denn hier? Ah, Ashmore. Ihr müsst euch beeilen. Es gibt viel zu tun. Gask und seine Truppen bereiten den Angriff vor. Sie wissen von den Höhlen und werden erst ruhen, wenn wir alle ausgelöscht sind. Und auch die Überlebenden von Eventide gilt es zu bedenken. Ich habe nicht einmal ein Flüstern von jenseits des Passes gehört. Und Escher, ihr Plan ist töricht. Wir müssen sie aufhalten. Viel zu tun. Beruhigt euch. Verzeiht. Seit die Tuatha kamen, bin ich von Omen unserer Auslöschung geplagt. Ich denke nur an die Flucht und die Erlösung. Was ist passiert? Als wir uns weigerten, Gadflos, Gott des Rauches und der Asche, anzubeten, wollte er uns töten. Doch dann wählte er ein schlimmeres Schicksal. Er statuierte ein Exempel an uns und schickte Gask. Zunächst vernichteten Gasks Priester die Clans. Dann verbrannte er die Leichen der Gefallenen und atmete ihre Essenz ein, um die Toten und den großen Kreislauf selbst zu verspotten. Einen Tag. Mehr brauchte Gask nicht, um viele Jahre der Erzählung auszulöschen, um die Erde erzittern und den Himmel weinen zu lassen. Nun sitzt er über uns und beobachtet. Warum hat Gadflo das getan? Ashmore und Eventide erstrecken sich entlang des Passes, dem Korridor, der von Bale in die weite Welt führt. Als wir uns weigerten, ihm Platz zu machen, schlug er eine Schneise durch uns hindurch. Ich werde euch helfen. Wunderbar. Euer Angriff wird uns Zeit geben, eine Flucht zu organisieren. Unterschätzt Gask nicht. Er ist nicht umsonst einer von Gadflos besten Leuten. Sein Lager von Katsymyr liegt nördlich von hier. Aber ihr müsst seine Hexenritter und den Feind selbst besiegen. Ich habe Vertrauen in euch. Okay, wo ist Gask? Er herrscht von dem darüberliegenden Plateau über den Dämmerpass, ohne sich zu zeigen. Seine Schergen verrichten sein Blutwerk. Okay, Eschers Botengang. Sie gehörte einst dem Haus der Rache an und war stets die Wächterin von Ashmore. Aber sie ist nur eine Kriegerin gegen Gasks Legionen. Escher fürchtet einen Angriff und will die Überlebenden durch die Höhlen in sichere Gefilde führen. Vielleicht könnt ihr es ihr ausreden. Sie will bald aufbrechen. Ein Agent von Gadflo und hochrangiger Hexenritter von Katsymyr. Jemand, der seine Taten für sich sprechen lässt. Es ist nur wenig über ihn bekannt, doch das ist nicht von Bedeutung. Seine Taten hier sind eine düstere Geschichte. Mhm, okay. Den knüpfen wir uns auf jeden Fall noch vor. Was ist Überlebende oder was mit den Überlebenden aus Eventide? Sie haben nicht wie ich den Wechsel der Gezeiten gespürt. Sie hatten keine Vorwarnung. Die ersten von Gasks Soldaten besetzten den Pass. Sie trennten Ashmore von Eventide und unterbrachen jede Kommunikation zwischen uns. Wir von Ashmore zogen uns in diese Höhlen zurück und wissen nicht, welches Schicksal Eventide ereilte. Viele gute Seelen gibt es dort. Barret, Neel, sogar Ordo. Seid vorsichtig. Ja, werden wir sein. Den wähle ich mal aus, den Quest. Und dann werden wir uns als nächstes mal da auf die Socken machen. Vorher möchte ich aber noch mal kurz hier um die Ecke gehen. Aha, da geht's dann nämlich rein. Hier sind die Leuchttaderhöhlen. Oder die Leuchttaderhöhle. Und damit auch ein neuer Ort, den wir wieder entdeckt haben auf der Karte, der vorher nicht da war. Sehr, sehr cool. Toll gemacht. Ich mag das Land der Winterfein eigentlich gerne. Also es hat sowas Mystisches. Schon wieder zurück? Ruhiges irgendwie. Halt so, ja, sowas Kaltes, Winterliches irgendwie. Schön umgesetzt. Ja, danke fürs Zuschauen und bis dann.